Und das Gleiche wird jetzt am kommenden Dienstag wieder passieren. Da sind das Stadion steht hinter der heimischen Mannschaft. Aber das ist natürlich auch ein großer Druck für Brasilien. Und das könnte zum Vorteil für die deutsche Mannschaft sein. Man hat gesehen, die brasilianischen Spieler, sie sind ein bisschen sensibel. Sie haben viel geweint bei dieser Weltmeisterschaft. Und nicht einmal aus Trauer, sondern auch aus Freude. Ja, sie lassen diese Emotionen raus. Und daran sieht man, dass es doch eine gewisse Sensibilität in dieser Mannschaft steckt. Und natürlich kann der Druck auch eine Belastung sein. Wir müssen abwarten, wie Brasilien mit diesem Druck, mit diesen Erwartungen fertig wird. Brasilien hat ein Heimspiel, aber Deutschland hat eine starke Mannschaft. Nein, ich glaube, man muss immer differenzieren. Wir müssen nicht Weltmeister werden. Wir wollen Weltmeister werden und wir können Weltmeister werden. Speziell, weil die Mannschaft bisher was geleistet hat. Nämlich, sie ist unter den besten 4 Mannschaften der Welt. Und jetzt hängt es an Nuancen ab. Die Mannschaft macht für mich einen gefestigten Eindruck, einen stabilen Eindruck. Sie ist selbstbewusst. Ich glaube, die Körpersprache von Manuel Neuer, vom Torhüter, zeigt, wie die Mannschaft denkt. Nämlich, es muss erst mal eine bessere Mannschaft auf dieser Welt da sein, um gegen uns zu gewinnen. Die Mannschaft strotzt vor Selbstbewusstsein. In der Offensive ist ganz sicher das eine oder andere zu verbessern. Aber die Mannschaft steht zusammen als Team und will nur eins. Sie will Weltmeister werden und sie haben eine große Möglichkeit. Ja, ich habe es vorher schon bei einer anderen Pressekonferenz gesagt. Der große Vorteil auch im gestrigen Spiel gegen Frankreich war ganz sicher die Erfahrung. Die Franzosen hatten eine junge Mannschaft, keine turniererfahrenen Spieler. Und Deutschland, da sind eben Spieler dabei, die schon 80, 90, 100 und mehr Länderspiele haben, die einige Turniere schon gespielt haben. Und das kann ja nur ein Vorteil sein, mit dieser Erfahrung in ein Turnier zu gehen, die man in der Vergangenheit gesammelt hat. Und auch da hat Deutschland gegenüber Brasilien schon einen kleinen Vorteil.